Hey liebe Leute und willkommen zum Monatsvorschau-Video für den August 2018. Heute mal ein bisschen anders, wie man sieht, auch mit anderem Mikrofon. Ich nehme mal mit meiner Kamera hier gerade auf. Monatsvorschau-Video August. Erstmal entschuldige ich mich jetzt im Voraus schon mal für das Rauschen, was gleich kommen wird. Aber Leute, hier sind 35 Grad und es ist so warm, deswegen brauche ich mal kurz meinen Ventilator. So, lasst euch davon nicht stören. Ich hoffe, die Hintergrundmusik übertönt es vielleicht. Ansonsten, vielleicht habt ihr auch selbst einen Ventilator laufen. Ich denke, ihr könnt das schon verstehen. Es ist abgefuckt warm. So, das Monatsvorschau-Video ist diesmal relativ kurz. Die Einblendungen kommen dann trotzdem hier. Allerdings, abseits von der Vorschau, habe ich noch ein paar Sachen kurz zu sagen vorher. Deswegen wird es vielleicht doch ein bisschen länger. Also natürlich nicht mega lang, ich versuche mich kurz zu halten. So. Also erstens, es gibt gerade ein paar Probleme. Das ist auch der Grund, warum ich das gerade mit der Kamera aufnehme. Problem Nummer 1, mein Hauptaufnahmemikrofon ist im Arsch. Mal wieder. Und genau dieses Mikrofon, das ist ein Headset-Mikrofon, wird nicht mehr produziert, schon länger nicht. Ich hatte das schon mal davor, dann ist es mir auch kaputt gegangen. Dann wurde es schon nicht mehr produziert. Ich habe aber dann ein gebrauchtes im Internet gefunden, was aber doppelt so teuer war, wie es mich damals gekostet hat, weil es eben nicht mehr produziert wird. Und jetzt ist mir das nach ein paar Jahren leider auch wieder kaputt gegangen. Und jetzt gibt es das gleiche wirklich nirgends mehr und auch kein vergleichbares. Ich bin so viele Technik-Shops hier abgegangen. Und mir dann jetzt wirklich ein teureres zu kaufen oder auch ein Großmembran-Mikrofon oder so, da fehlen mir momentan einfach die Finanzen. Ich spare aktuell auf einen großen Urlaub für nächstes Jahr, wo ihr auch dann einige Vlogs erwarten könnt, definitiv. Daher kann ich es mir gerade nicht leisten, was dreistelliges oder hohes zweistelliges für Aufnahmeequipment auszugeben, weil ich definitiv versichern will, dass ich diesen Urlaub machen kann nächstes Jahr und ich kein Einkommen habe, weil ich eben noch nicht arbeite, sondern noch studiere und gerade keine Zeit habe, nebenbei zu arbeiten. So. Deswegen, ich habe ein provisorisches Mikrofon. Ihr könnt euch das mal anhören, wenn ihr mal den finalen Part von Paper Mario 2 anklickt. Ihr werdet allerdings relativ schnell feststellen, dass es qualitativ nicht ganz so hochwertig ist. Das ist aber das Einzige, was ich noch hier hatte, mit dem ich halbwegs zufrieden bin. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Kater reinlassen. So, auch davon abgesehen, habe ich aktuell so ein paar Probleme. Wie ihr vielleicht gesehen habt, kommen die Videos aktuell auf meinem Kanal äußerst unregelmäßig mal wieder. Und dann meistens ohne Thumbnail, teilweise sogar ohne Namen, wenn da dann halt so ein Part heißt. Keine Ahnung, 10, der Berg. So, wenn das halt eigentlich Nummer 10, for the King und so weiter ist. Ja, das hängt gerade mit zwei Sachen zusammen. Erstens habe ich nicht so viel Zeit aktuell, möchte ich nicht weiter ausweiten, lassen wir es einfach so. Ich habe leider aktuell für sowas wirklich wenig Zeit, das fuckt mich selbst ein bisschen ab, ist aber so. Wird sich aber auch wieder bessern, spätestens im Oktober. Im Idealfall jetzt schon im August. Und durch diese enorme Hitze aktuell, kriege ich es auch nicht gepackt, die Videos hochzuladen und zu bearbeiten oder geschweige denn Videos aufzunehmen, weil in der Hitze aufnehmen, nope, darauf kann ich gern verzichten, da sterbe ich. Ich habe hier keine gute Klimaanlage oder sowas und bin im oberen Stockwerk und hier heizt sich alles im Sommer so dermaßen auf und wenn dann noch der PC die ganze Zeit an ist und ich noch Kopfhörer auf dem Kopf habe und die ganze Zeit aufnehmen muss, nee, das kriege ich gerade in der Hitze leider nicht auf die Reihe. Dann auch während des Bearbeitens und Hochladens muss der PC hier an sein. Normalerweise habe ich Uploads immer über Nacht gemacht, weil ich habe hier nicht die beste Internetleitung. Da spreche ich von 16.000, also ja, eine 16K-Leitung. Und da dauert so ein Upload von einem Video in der Qualität, in der ich sie aktuell hochlade, halt
je nach Länge 2 bis 6 Stunden pro Video. Und da ich ja jeden Tag ein Video hochlade, sind das also 2 bis 6 Stunden am Tag. Und deswegen habe ich das halt immer am PC gemacht, weil währenddessen kann ich nicht, zum Beispiel, falls mein Bruder mal hier ist, mit ihm Fortnite spielen oder sowas, das geht mit Uploads noch nicht laggy as fuck. Allerdings kriege ich es bei der Hitze aktuell auch nicht hin, meinen PC über Nacht anzulassen. Ganz einfach, weil ich dann gefühlt über Nacht ersticke, weil sich ja nicht mal in der Nacht gerade die Temperaturen abkühlen. Das heißt, selbst wenn ich das Fenster offen lasse, ist hier genauso warm wie am Tag. Also mal schauen, was sagt mein Thermometer? Ich habe gerade 32 Grad in meinem Zimmer. Normalerweise sollte das Zimmer kühler sein als draußen. Ist bei mir hier aktuell allerdings leider nicht der Fall. Und da dann den PC über Nacht anlassen, da tot. Ja, und dazu kommt, dass ich gerade sowieso, eben weil ich wenig Zeit habe, wenig zu Hause bin. Und wenn ich nicht zu Hause bin, laufen die Uploads sowieso nicht. Ich habe auch keinen Laptop oder so, den ich mitnehmen könnte, dass ich das unterwegs oder woanders mal hochlade. Ja, deswegen sorry dafür, aber es wird sich im Laufe des nächsten Monats wahrscheinlich wieder bessern. So, damit habe ich, glaube ich, die ganzen Probleme, die es jetzt aktuell gibt, angesprochen, außer dass mein Aufnahmeprogramm nach wie vor keinen Patch dafür bekommen hat, dass es diese Stimmen so komisch verblechert, was ich leider nicht selbst gefixt bekommen habe und auch kein annehmbares alternatives Aufnahmeprogramm finde zurzeit, leider. Jetzt kommen wir zur Monatsvorschau, die ist insgesamt auch sehr kurz, also keine Sorge. Da möchte ich als erstes mal ansprechen, heute und morgen kommen noch jeweils ein Part for the King. 18.30 Uhr, wenn ich das gebacken kriege, ich hoffe, die laden jetzt gerade hoch, von daher sollte ich das hoffentlich schaffen. Ich nehme das hier 3 Tage vorher auf, 4 Tage sogar. Dann ist das Projekt auch erstmal wieder vorbei. Nach 15 Parts. Und dann startet ja jetzt endlich das große Projekt Nummer 150. Eigentlich wollte ich das am 2. August starten. Ich habe allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal den ersten Part aufgenommen. Und ich nehme aktuell eher immer im Voraus auf, eben weil ich gerade so Probleme habe mit Aufnahmen und Uploads und so. Da kann ich das nicht tagaktuell aufnehmen. Das funktioniert einfach nicht. Da ich jetzt allerdings immer noch nicht aufgenommen habe und es auch noch irgendwie 1-2 Wochen so mega heiß bleiben soll, werde ich das auf ungefähr Mitte August verschieben. Das bedeutet, morgen, wie gesagt, kommt noch ein Part for the King. Dann haben wir 1-2 Wochen Pause und ich sage jetzt einfach mal provisorisch, ohne es zu garantieren, dass am 12. August um 18.30 Uhr das neue Projekt Nummer 150 startet und das dann jeden Tag läuft, bis es fertig ist. Und das wäre der Clou 2. Das ist, kann man eigentlich sagen, mein absolutes Lieblingsspiel oder eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist immer schwer, das mit gleichwertigen Spielen für mich wie Kingdom Hearts Birth by Sleep oder so zu vergleichen, weil es halt eben einfach vollkommen anders ist. Aber so rein vom Spiel, Spaßfaktor und Wiederspielbarkeitswert steht es bei mir ganz, ganz, ganz weit oben auf der Liste und ich mag es wirklich sehr, sehr gern. Deswegen habe ich es auch zuvor schon 2-mal Let's Played. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selbst mal Videos macht. Ihr seid mit den alten irgendwann nicht mehr so ganz zufrieden und denkt, ja, das hätte dann noch besser sein können und so. Beim ersten war es das Mikrofon, beim zweiten war es die Kommentierweise und so weiter. Und jetzt denke ich, bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sagen kann, es hat sich jetzt seit dem letzten Clue 2 Let's Play genug getan, dass es mal wieder Zeit ist, das nochmal aufzunehmen, es vielleicht diesmal noch besser und entertainender zu machen und für mich die perfekte Gelegenheit, das Spiel nochmal zu spielen, worauf ich wirklich mega Bock habe. Einziges Problem dabei ist, es ist grafisch ein bisschen schlechter als die ersten beiden Let's Plays, weil es auf Windows 10 nicht ordentlich läuft. Ich habe jetzt einen Fix gefunden, also normalerweise müsst ihr wissen, wenn ich das Spiel gestartet habe, musste ich 15 bis 45 Minuten warten, bis der Ladescreen fertig war. Und dann war die Framerate irgendwie bei 15 FPS und das Speichern hat manchmal nicht funktioniert und die Auflösung konnte ich manchmal nicht ändern oder musste sich jedes Mal neu ändern und dann das Spiel neu starten. Das heißt, dann doppelt so lange Wartezeit und beim nächsten PC-Restart war die Auflösung wieder resettet und keine Ahnung, es hat einfach nicht funktioniert und ich konnte mir nicht erklären, warum und habe keinen Fix gefunden.
Jetzt habe ich einen Fix gefunden, da sind allerdings quasi die ganzen Schatten im Spiel weg. Damit ist es dann jetzt leider ein bisschen hässlicher, aber es funktioniert zumindest wieder halbwegs. Keine Ahnung, warum Windows 10 das Spiel so zerfickt, aber es ist leider so. Beim alten PC mit Windows 7 hat es perfekt funktioniert und davor sowieso. Naja, so, das war die Monatsvorschau mit mehr Problemen als Vorschau, also mehr Rückblick als Vorschau eigentlich. Bisschen düstere Atmosphäre dadurch vielleicht. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem auf den Monat und ich hoffe, es ist was für euch dabei. Das Projekt wird, also Clue 2 wird dann auch diesen Monat noch zu Ende gehen, wenn ich es schaffe, es regelmäßig zu uploaden. Und ich denke, ich bin sehr zuversichtlich, dass sich ab September dann in meinem Kanal wieder alles halbwegs eingepegelt hat und wir hier wieder normal fortschreiten können. Ich kann es allerdings nicht versprechen, wie gesagt, ansonsten spätestens ab Oktober sollte alles wieder normal funktionieren und ab Oktober sollte ich auch besseres Internet haben, das nochmal dazu gesagt. So, liebe Leute, jetzt nochmal ein kleiner Schwenk nach unten, wenn das funktioniert. Und tschüss.